Wir erreichen nochmal eine versicherte Passage. Da unten, großer Barsee. Bergfrei vom Schurflicker. Da kommt man noch einmal. Das Ziel des heutigen Tages. War eine gute Idee, dass wir da herkommen, gell? Genau. Ja, hallo und Grüße vom Fullseck in Gastein. Ich bin Flat dabei, neben mir steht der Fettello. Ja, und heute machen wir einmal eine Tour zum Eingehen, weil unser Urlaub hat nämlich begonnen. Wir haben strahlenden Sonnenschein und ein herrliches Panorama. Und wir gehen heute auf den Schurflicker und machen dann noch die Überschreitung in Richtung der Barseen. Und da nehmen wir euch einfach mit, weil sonst kommen nämlich jede Menge Leute, die auch alle so wie wir faul waren und mit der Gondel aufgefahren sind. Man sieht eigentlich alles, was in Gastein Rang und Namen hat fast. Fängt da drüben an mit Bernkogel und Sladenkopf. Wiesbachhorn, Großglockner, hinten den Hochhahn, den hohen Sonnenblick, das Schaik, Ankogel. Da hast du noch zusätzlich die Hochalmspitze, den Dachstein und da drüben das Zenningebirge. Und das Ziel unserer heutigen Tour, den Schurflicker, den sieht man auch schon. Und da draußen dann hat man endgültig den Hochkönig. Eine Vielzahl von Wegweisern, sagt er uns. Und dann an den Schurflicker in 2,5 Stunden schwarz. Na das glaube ich wieder nicht. All der in 1,25 Stunden, na das ist nur für Spaziergänger. Ist ja ein Spazierweg. Da unten ist die Adelscharte. Und dann geht es den Aufstieg zum Schurflicker. Ja, wenn wir zu unserer Rechten oben schauen, sehen wir das schöne Großalltal. Wir haben eine leichte Föhnlage. Am Alpenhauptkamm wird es vermutlich ziemlich stürmisch werden, da geht es eigentlich noch. Dafür ist allerdings jetzt, wir sind auf 2000 Meter Höhe, wirklich nur T-Shirt-Wetter. Ende September. Es wird leider im Laufe der Woche noch ziemlich anders werden. Das ist schon die Scharte. Das alte auch. Ja, das Arltörl auf knapp unter 1800 in einer halben Stunde zu erreichen normalerweise. Also der ist da oben angeschrieben, das ist lächerlich. Eine Kapelle ist das, eine kleine. Ja. Stempel gibt es da und ein schönes Bankerl gibt es da. Bernkogel und das Ladenkopf.
genau zum Sägen da. Schuhflicker in 1,5 Stunden, naja, vielleicht. Schauen wir mal. Ja, Bella, jetzt nach dem Altörl wartet ein langer Aufstieg. Jetzt wird der Bello heroisch an den Bankerl vorbeistrampelt. Ja, und wer sich fragt, warum das schwarz markiert ist, naja, also ganz am Schluss zum Schuhflicker auf, ist tatsächlich ein bisschen felsiger. Ja, diese paar Steilstufen, die haben ordentlich eingeschenkt, aber dafür ist man jetzt auch schon ziemlich viel weiter oben. Man glaubt es kaum. Wir sind auf sicher 1900 Meter See Höhe, also ein bisschen mehr. Und die Motorradfahrer schaffen es, dass den Verkehrslärm bis da auch vertragen aus dem großen Alltag. Da steht Schuhflicker in 30 Minuten, na, sehr günstig. Aha. Da gibt es auch Stempel, ja. Liebe Erinnerung an unseren Reschenberg, Peter. Ja, auf dem Bankerl lässt er sich aushalten, gell, aber windig ist. Ja, der großartigste Abschnitt unserer Wanderung kommt jetzt erst. Bis jetzt war alles noch vorgeblendet und das war schon toll. Jetzt nähern wir uns unaufhaltsam dem Schuhflicker. So, Schuhflicker, 10 Minuten. Der Anstieg ist gar nicht schlimm. Braucht man auch nicht die Hände, wenn man geschickt ist. Ja, wunderbar. Ja, bergfrei vom Schuhflicker. Mit einer wunderbaren, großartigen Aussicht. Und mit nur liebe Leute hier oben, gell? Fangen wir da so ziemlich im Norden an. Hat man auf der einen Seite einen Zipfel vom Tennengebirge noch und auf der anderen Seite dann ja, die Mandelwind und den Hochkönig. Ja, da geht es dann um ins Steinerne Meer.
eine ins Salzachtal und damit auch in den Pinzgau. Und dann tun sie die hohen Tauern auf. Mit dem Wiesbachhorn, mit dem Großglockner. Und weiter hinten dann mit Hochhahn und mit dem hohen Sonnenblick. Den Schaeck. Ja, ganz da die Doppelspitze, das ist die hohe Geisel, der südlichste Punkt im Gasteinertal. Wenn wir dann noch weiter umgehen. Von dem Kamm da kommen wir her, vom Fußeck drüben, da sieht man eh schön die Station. Ja, und am Horizont ist zum Erahnen schön vergletschert der Ankogel. Und da dann noch die Hochheimspitze. Und dann geht es da weiter ins große Alter runter. Und wenn man schaut, es wird wirklich schon sehr diesig, aber man sieht noch den Dachstein. Bei uns wird es da dann weitergehen, auf dem Grat da drüben, bis wir zu den Barseen kommen. Ist der Schurflickersee schon da? Ja, ein bisschen zumindest. Ein Nasal sieht man. Zum Runtergehen ist, glaube ich, mit ohne Stöcke besser. Ja, reger Betrieb, gell? Ja, musst oben bleiben. Das war ja, wenn du da anhältst, überhaupt kein Problem. Da steckst du her und dann steckst du her und alles ist gut. Also nur das Stückchen auf den Schurflicker, also ein bisschen felsiger. Das jetzt ist es eigentlich gar nicht. Ja, und da ist es ja angenehm, nur zum Teil ein bisschen feucht. Barseen, 2 Stunden. Na gut. Wunderschön liegt er da. Aber natürlich sind wir nicht die einzigen da. Ja, nach dem Schurfliegersee wird es nochmal ordentlich mühsam. Geht ziemlich steil bergauf, bis wir da am Grat kommen. Jetzt sind wesentlich mehr Leute als Schurflicker. Der Vorsprung, den wir uns mit der fast ersten Gondel rausgeholt haben, der ist nicht zu verachten. So ja, wir erreichen noch einmal eine versicherte Passage. Das ist ganz interessant, das ist fast gemasert wie Holz, das Gestein da, gell? Ja. Ja, da an der Stelle. Nicht abstürzen. Jetzt so, ich bleib mit der Kamera um und umfilmen und vielleicht wo hängen bleiben. Nein, das ist halt doch schon weit vom Schuss. Ne? Steilgelände, ist schon ein bisschen zum Aufpassen. Allzu viel Verlass ist auf diese Versicherung auch nicht. Also ja, alles nicht schwer, aber trotzdem ernst nehmen. Den Essen besonders aufpassen und eher lassen. Lohnt eine Anstrengung, gell? Eine tolle Aussicht. Das war gerade eine Geschichte, gell? Aufpassen heißt diese Steine.
sind zum Teil ordentlich rutschig, obwohl sie trocken sind. Der Steig wird gleich gar nicht so viel begangen im Vergleich, gell? Das machen nämlich die Mutigen und die Ausdauernden. Da sieht man schon, wie ein Parkplatz, wo wir stehen. Da plötzlich ein bisschen ein Eisenhut. Glaubt man gar nicht. Abenteuerliche Felsformation. Lang wird es sie nicht mehr geben. Die Anhöhe, die sich da vor uns auftut, das ist jetzt der Urkübel. Vier Stunden sind wir jetzt inzwischen unterwegs. Schon eine anständige Tour. Waren auch jetzt fast 600 Höhenmeter. Aber von den Blicken her, von der Natur her, zahlt sich das da wirklich aus. Herzlich willkommen am Urkübel. Ganz unspektakulär, aber das ist er wirklich. Da sind viele Steine zum Sitzen, auch jetzt eine kurze Raste. Da werden wir jetzt da wieder mal Wasser konsumieren. Hm? Mhm. Anständig. Ja, der Urkübel, ganz knapp über 2000 Meter sind wir da noch einmal. Und ein wunderschöner Blick ins Casino, da haben wir auch von hier. Trotz überwiegend auf 2000 Meter Höhe hat uns die Sonne ziemlich eingeheizt. Ja, auch vom Urkübel hat man einmal einen wunderschönen Blick in die vergletscherte Welt da runter an. Man sieht halt natürlich trotzdem nur dieselben Berge, die man auch schon vom Schurflicker ausgesehen hat. Da hinten diese große zackige Erhebung, dieser stolze Zacken, das ist der Schurflicker. Ja, da drüben sieht man wieder Schalk. Ganz knapp kann man auch den Zacken erkennen vom hohen Sonnenblick, was Observatorium drauf ist. Deutlich höher den Hoch an, na wunderbar. Ja, der Glockner ist gemeinerweise in Wolken geraten inzwischen. Und da, Wiesbachhorn, das ist noch heraus, genau, ja. Dann haben wir jetzt unsere kurze Rast am Urkübel beendet und gehen dann weiter in Richtung der Barseen. Schuhflicker, hier ist Wallnersteig und Alteal, da kann man her. Barseen in 30 Minuten. Meierhofer Alm in einer Stunde, Dorfgestein in drei Stunden. Ja, und das wird dann von den Barseen ähnlich sein. Barseen, Schuhflicker, Heukereck, Naturschutzgebiet, ja? Ja, Wiesbachhorn genau zwischen Bernkogel und Sladingkopf.
Also eine Base ist da. Schaut doch nicht aus. So, Bella, lass dich vom Kuhstopper nicht abhalten. Wir streben da jetzt diesen informativen gelben Weg weiter zu Barseensattel in 2042. Also das haben wir noch mal ordentlich aufverkampelt. Ja, dieser Quelle ist bei dem Durchfluss schon ziemlich zu misstrauen. Wenn man jetzt nach Dorfgastein um will, kann man da schon diesen Weg folgen. Also man muss nicht mehr absteigen zu dem Barsee. Ja, schauen wir ganz kurz vor, ob wir auch den großen Barsee sehen. Weil es wäre doch gemein, wenn man Barseen hat und dann sieht man nur einen, oder? Ja, also warum Barseen? Naja, da unten großer Barsee. Eine Düllen mit Kühen, also klar, da gibt es groß anscheinend noch was her. Und in die andere Richtung, der kleine Barsee. Auch da oben gehen wir jetzt sicher nicht mehr, weil das müssten wir alles wieder aufsteigen, aber wir waren bei den Barseen. Umkehrpunkt für uns und einer der Höhepunkte einer ganz tollen Tour. Und jetzt suchen wir uns unseren Abstieg nach Dorfgastein, der wird noch lang genug. Ja, auf geht's, übers Wasser. Ja, und das ist natürlich ein ganz berühmtes Motiv, der kleine Barsee und im Hintergrund die Spiegelung vom Hochkönigmassiv drinnen. Und so gerne Hochkönig-Gipfel sichten, aber die Spiegelung ist leider nicht ganz klar. Ein bisschen ein Lüftel geht halt. Dorfgastein, 2-3 Viertelstunden. Da hat man noch mal einen Ausblick aufs Fuhlseck, wo wir herkommen, schau. Sehr schön. Ja, der Vorteil, wenn man den Weg über den kleinen Barsee wählt, ist, dass man da im Gegensatz zum direkten Abstieg vom Urkübel einen verhältnismäßig angenehmen Steig hat. Ja, da ist jetzt die Einmündung. Da kommt man aber, wenn man ziemlich steil vom Urkübel absteigt. Abstieg zur Steiner Hochalm über Waldweg und über Forststraße. Schau, steht da drauf. Steiner Hochalm, 150 Meter. Aha. Degelfritsche Bauerngrapfen. Birgl, Hauserbauer, steil, Dorfgastein, 2 Stunden. Steiner Hochalm, Dorfgastein, auch 2 Stunden. Ja, gehen wir da zu der Alm und gehen wir zu, oder? Schaut sehr vielversprechend aus. Ja, auf der Steiner Hochalm sind wir gastlich bewirtet worden, gell? Mhm. Eine gute Bauerngrapfen. Da hast du das rettende Auto da unten. Ja? Da oben sind wir gewesen, ja. Schon zeitlang her wieder. Also der Weg ist ja ziemlich beschissen.
ein Minenfeld an Kuhfladen haben wir jetzt überwunden. Dafür haben wir uns den angeblich steilen Abstieg der Sport. Bin ich gespannt, ob das wirklich so ist oder ob wir da nur jetzt einfach gerade umgegangen sind und dann genauso steil ist wie vorher. Das geschäftliche Interesse sorgt zumindest für eine sehr gute Markierungsqualität. Was? Na, war das ganz? Gut. Wirklich mit dem Stecken hängen bleiben, oder was? Ja. Dorfgastein. In 1,5 Stunden. Da kommt da so ein Forstweg in Sicht. Den kann man jetzt entweder vielmals abschneiden oder man folgt ihm direkt. Der Bella hat sich trotzdem als kleine Malheurs heroisch dafür entschieden, da jetzt da über die Wiesen abzusteigen und das Angebot ausgeschlagen, über den Forstweg zu gehen. Aber das ist halt auch nicht wirklich viel Ersparnis. Ja, also der Aufstieg zu den Pausen in der Tiritissima, so wie es markiert ist, das ist auch nicht so schlecht. Alter. Ich meine, im Abstieg hat man ja leicht lachen, aber das wäre schon ein ordentlicher Tschoch, wenn man auf gut Österreichisch sagt. Also bei diesem Bankerl da ist aus mit dem Steigerl. Jetzt geht's über den geschotterten Weg und später über die Asphaltstraße. So, ein geheimnisvoller Mechanismus. Schau, Bella, ich hab den geheimnisvollen Mechanismus für dich enträtselt. Halt! Leider Gottes! So, da grüß dann noch einmal herunter. Ein schöner Flicker. Meier hoch im Barsehen in 2-3 Viertelstunden. Schau, der Asphalt hat uns wieder, gell? Ja. Hervorragend. Das ist eine Verhüttelung, hm? Der heißt nicht umsonst Hauserbauer. So, damit es nicht glaubt, ich habe einen Schmäh gemacht mit dem Hauserbauer. Das ist wirklich der Hauserbauer. Das sagt der Mittelstation Spiegelsee, Fuhlsee, Gipfelstadl, da wollen wir überall nicht hin. Aber dazu baut und nichts weggerissen, gell? Na Bella, wo wir jetzt morgen hingehen, wenn wir uns das Wetter so anschauen? Ist eine Massage gönnen, hm? Wer bis zum Hauserbauer fahren will, da ist aus, da gibt es einen Parkplatz und das ist auch vom Hauserbauer zur Verfügung gestellt. Ja, und das ist ja auch fair. Gibt es uns einen verheißungsvollen gelbes Schild bei der Bank da unten? Ja. Was wird da wohl draufstehen? Ah, da steht Privatweg, Durchgang verboten. So, da gibt es einen äußerst illegalen Abschnitt. Und wenn wir ja so gesetzestreue Bürger sind, gell, gehen wir dann nicht. Birgi, Hauserbauer in 20 Minuten, Barsehen in 3 Stunden. Ja, da ist wieder ein illegaler Abschneider. Das ist ja äußerst empörend, oder? Und das ist Kreuz für denjenigen, den sie erschossen haben, weil er da gegangen ist. Da war ich jetzt aber gespannt, wer da wohnt. He? Das sind aber nicht die Ziegen. Eisenbahnarkier sozusagen. Der Wein ist schon rot, ja, der Baum ist noch grün. So, aus ist mit der Sonne, Abmoderation im Dunkeln. Wir sitzen also gemütlich auf unserem Bankerl am Parkplatz von den Dörfesteiner Bergbahnen und haben eine schöne Tour hinter uns, gell? Ja, schön. Mhm. Was ich nicht erstessen hätte, war gleich noch viel schöner gewesen, aber zum Glück hast du dich heroisch heruntergekämpft. Dafür gebührt dir mein großer Respekt.
Die Zeit, naja, das waren gute 8 Stunden, was wir da jetzt unterwegs waren. Die Bilder haben hoffentlich für sich gesprochen. Ich bin Flau dabei. Und ich bin Bella. Ja. Vielleicht sieht man es mal bei einer anderen Tour. Einmal mit Rückziehen und dann geht's. Sehr schön. Ja, sehr gut. Einer, den machen wir. Wir haben ihn wieder einen Winter gemietet. Und der Sticker. So. Soll ich den nicht behandeln wie beim Minderbemittelten, gell?